Im Wald, im grünen Walde, da steht ein Försterhaus. Ein neuer Auftrag mit einem ungewöhnlichen Einsatzort. Die Privatermittler Michael Falkenberg und Sascha Noweski kämpfen sich durch den Wald. Auf der Suche nach dem Förster und neuem Auftraggeber Peter Ammerer. Hallo! Nee! Hallo! Was ist hier? Detektive! Nicht schießen! Detektivstahl, nicht schießen! Sie haben den Lauf auf uns hier. Ja. Können Sie ihn mal ein bisschen reinnehmen? Dürfen wir hochkommen? Oder kommen Sie runter? Moment! Was seid ihr denn für Vögel? Was macht ihr denn mit hier? Wir sind Menschen und keine Vögel. Kommen Sie mal runter, wir sind von der Detektivstahl. Sie haben uns ja angerufen, ne? Entschuldigung. Und Sie sind demnach der Herr Peter Ammerer, ist das richtig? Ja, ist richtig. Also mal, Noweski, grüße Sie, Detektiv Stahl. Ja. Ja, so grüße Sie. Hallo, ja. So. Falkenberg. Hallo. Hallo. Ja, dann erzählen Sie uns mal, warum wir jetzt hier sind, im Silberwald. Ja, der schöne Silberwald. Ja, hier wird ständig Holz geklaut und meine Aufgabe ist es hier, ich bin hier der Förster im Revier. Ja. So, und jetzt haben sich vor ein paar Wochen hier so Waldmenschen eingerichtet in dem Nachbargrundstück. So Freiheitskämpfer in der ja, Natur. Ja, richtig. So Leute nach dem Muster. Und die protestieren hier eigentlich gegen die geplante Autobahnabfahrt. Aber das hat noch lange nicht den Zweck, dass sie ständig Bäume aus meinem zerstören hier Wald und Fauna quasi. Ja, richtig. Und da die Polizei da keine Handhabe hat, irgendwie da ranzukommen, richtig, habe ich sie engagiert hier. Leben die jetzt hier auf den Bäumen oder wie haben die sich auf eingerichtet? Auf den Bäumen nicht. Also sie haben da im Nachbargrundstück haben sie sich so kleine Häuschen gebaut aus den Stämmen und dafür brauchen die auch immer Holz und nachts. Förster Peter Ammerer sorgt sich um seinen Wald. Der Naturliebhaber hofft, dass die Detektive den Holzdieben das Handwerk legen. Im Verdacht steht eine Umweltaktivistengruppe, die sich in der Nähe eingenistet hat. Ja. Guckt euch mal die Scheiße hier an, was die hier angerichtet haben. Ja. Und da also haben sie schon, hier haben sie schon geräubert? Da haben sie schon 2 Meter da hinten weggenommen. Zwei Meter, vorne, ja? Ja, ein paar Meter sind da schon weg. Und hier vorne haben sie auch drum rumgewühlt. Da hatte ich eigentlich schon ein bisschen Holz geschlagen und so weiter. Aber also, da haben sie mal alles mitgenommen. Ne? Sollte eigentlich für zu Hause sein, für den guten Kamin. Ja, okay. Nicht für deren. Ja, ey, für ihren, ist mir schon klar. Na, ich denke mal, unser Undercover-Spezialist, der Herr Noweski, wird wie immer sich einschleusen. Und zwar bei den Waldmenschen. Also ich könnte mir keinen besseren Waldschrat vorstellen als wie meinen Kollegen. Und ich denke schon, dann werden wir rausfinden, ob die dahinter stecken, hinter diesem Holzklau. Das eingespielte Ermittlerduo macht sich umgehend auf den Weg, die Siedlung der Aktivisten im Nachbarwald aufzuspüren. Das ist der Müll hier. Das ist Natur. Ich häng hier fest, das ist kein Müll, das ist Natur. Aber du warst doch noch nie aus deinem Ghetto raus, hä? Du kennst nur den einen Bau und da kennst du auch nur die 11. Etage bis zur 4. Kannst du aufhören zu quatschen, ey? Krass. Guck doch mal, da sind die. Ja, sag doch mal, was du siehst. Ja, guck mal hier so. Total verkorkste 3 Stück. Hier, komm. Wie hier, komm? Was? Ja, wie hier, komm, was? Ja, geh ich hier doch hin. Ich hingehen? Ja, wie ich oder was? Das ist dein Klientel, hör mal. Das ist nicht mein Klientel. Du passt da rein. Guck mal, wie ich aussehe und wie du aussiehst. Die begrüßen dich. Doch viel eher als mich. Ja, siehst du, ich sag's doch. Für Sascha Noweski gibt es kein Entrinnen. Der Ermittler soll versuchen, sich mit versteckter Kamera in die Umweltgruppe einzuschleusen. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Ja, ich hab da was gehört hier, dass hier so eine Aktivistengruppe... Die erdrücken den ja sofort. Das ist ein Liebescamp. Und ihr setzt euch ja dafür ein, gegen diesen Autobahn hier, Ausfahrt, irgendwie, was da gemacht wird. Da bin ich auch voll dagegen. Guck mal hier. Ja, was ist da? Das sind unsere schönen Hutten. Das ist total geil. Es gibt alles, was wir brauchen, weißt du? Hier. Ja, ja. Guck das mal an. Krass, Mann. Ja, aber was esst ihr denn hier? Butterblumen. Butterblumen, Alter. Was? Wie Butterblumen esst ihr? Kein Hamburger für den Sascha. Alles so schön. Du musst deine Sachen ausziehen und musst das anziehen. Leg die Fesseln der Zivilisation einfach. Fühl dich einfach frei. Fesseln, ja. Aber hörst du das?
Das sind Autos, Mann. Das ist eine Autobahn. Die wollen hier voll durch den Wald durchziehen. Ja, ja, ja. Das soll alles weggerissen werden. Die scheiß Kapitalistenschweine. Ja, ja, gut, aber habt ihr jetzt euer Leben, also ihr arbeitet nicht mehr oder wie? Wir leben hier, Mann. Ach, ihr braucht nicht arbeiten. Bruder, Mann, es fängt gleich an zu regnen. Wir müssen ein Haus bauen für dich. Ja, Bauchmache. Nee, mach das mal selber. Ah, ich selber? Ja, ne? Hier liegen Stöcker, Stämme, dann kannst du mal ein bisschen rumfummeln. Stell dich mal nicht so unbeholfen an, Kollege. Hast du früher beim Cowboy- und Indianerspielen immer der Erste vorne. Du kriegst das schon hin. Viel schöner, als wenn man das eigentlich holt. Oh Mann. Das hält aber irgendwie nicht. Ob das das Holz ist, was sie geklaut haben? Breitbeiniger. Ach, das sind drei Schenkel, das kriegst du wohl geregelt. Im Wald, im grünen Walde, da steht ein Försterhaus. Wir können schlafen, wir können essen. Willst du dich vor Regen schützen? Wir müssen nicht frieren. Ja, es hält doch hier. Nee, Mann, komm. Hau das um, Mann. So, was denn? Hau das um. Hau das um. Hau das einfach um. Los. Ja, los. Jetzt? Komm mit. Völligen Neuanfang machen. Wir nehmen ihn einfach bei uns mit rein. Ja, vielleicht besprechen Sie ja den nächsten Holzklau quasi. Einige Stunden später. Auch nach Einbruch der Dunkelheit geht die Observation im Wald weiter. So, wir holen uns jetzt das, was wir brauchen. Sascha. Expedition Wald läuft an. Man will sich holen, was man braucht. Mach dir da mal keine Sorgen. Wir machen sag mal, aber warum regelmäßig. Habt ihr Taschenlampen? Ihr seid doch Waldmenschen. Ja, wir können wir haben Kerzen. Wir können uns nicht immer nur auf die Natur verlassen, ne? Aber die leuchten sich schön an. Sehr unauffällig, finde ich. Leise. Wenn der Förster uns hört, sind wir echt am Arsch. Ja, ja, weiß ich. Okay. Macht ihr das immer so? Ja. Öfters. Ja, und nach wir was suchen ja wir jetzt? Geschenkt. Was bietet die Natur? Holz. Sascha, komm her. Ja, wo, wo? Hast du was gefunden, Jonas? Alles voll, Alter. Wunderbar. Was ist denn da? Wie geil ist das denn? Das sind ja Pilze. Ist alles voll. Ja, Mann. Ja, was soll ich mit Pilzen? Die sammeln Pilze. Sag mal, Trüffel wären mir jetzt lieber. Hoffentlich kennen die sich damit aus, dass sie sich nicht vergiften. Seht ihr noch welche? Ich glaube, das war's. Der Tag der Protestaktion. Um nicht aufzufallen, kämpft auch der verdeckte Ermittler Sascha Noweski für den Erhalt des Waldes. Und das mit vollem Körpereinsatz. Erhalten die Privatdetektive heute so die entscheidenden Beweise gegen die Umweltgruppe? Mit der Aktion will das Quartett gegen das Abholzen der Bäume protestieren, um den geplanten Autobahnausbau zu verhindern. Doch lässt sich die Baufirma davon abhalten? Da kommen sie! Kämpft bis zum bitteren Ende! Lasst euch nichts sagen! Wir bleiben hier! Da kommt ihr mal! Wir werden nicht gehen! Ah, da kommt der Bagger jetzt. Oh ja, der Sascha gibt richtig Gas jetzt. Da ist noch ein Herr dabei. Das ist wohl der Bauleiter. Ja, und die Polizei ist auch direkt im Schlepptau schon. Die haben mit der Aktion schon gerechnet. Ha, die Bullen sind auch lasst da. Uns die Bäume! Ja, die kriegen uns lasst hier uns nicht weg. Die Natur! Okay, das ist hier Schluss mit lustig. Wieso? Der Spinner hat der Gemeinde schon so viel Geld gekostet. Das geht alles auf Steuerzahlers Kosten. Wir wollten schon seit 2 Tagen hier loslegen. Hoffentlich lebt er das jetzt nicht die nächsten Wochen durch. Und ich muss zu jeder Aktivistenversammlung. Den Bock habe ich da nicht drauf. Wir sind Spinner. Ich kämpfe! Ist egal. Hier ist nichts mehr zu machen. Abfahrt. Was wollt ihr denn? Die wollen nicht mit guten Worten, nicht geht mit guten. Weg. Befreit mich von diesen Spinnern. Da ich will, dass die Baustelle anfängt. Wir sind keine Spinner. Ich sehe jetzt hier 2 Wege, die wir beschreiten können. Der erste Weg ist, ihr lasst freiwillig im Brunnenland Palaver hier sein und geht einfach nach Hause. Dann werden wir die Personalien festhalten. Und dann können wir uns anschließend auch Hände schütteln und einen guten Tag, einen guten Weg wünschen. Und dann ist das Thema durch. Die zweite Angelegenheit ist diejenige, wenn ihr darauf verzichten solltet und das weitermacht, müssen wir euch losketten hier. Und je nachdem, wie das Ganze vollzieht oder so, seid ihr im Bereich von Straftaten, von Nötigung, von Ordnungswidrigkeiten und so weiter und so fort. Lasst uns unseren Wald! Eure Welt ist geil! Machen Sie wir sind keine Statisten, wir sind Aktivisten! Sie geraten jetzt hier in den Bereich polizeilicher Maßnahmen. Naja, die waren schon auch vorbereitet auf so eine Aktion. Die haben das richtige Werkzeug dabei. Wir wollen keine Autobahn! Okay, und lass die Kämpfen in Ruhe! Wir fangen jetzt damit an, die Autobahn hier zu bauen. Ja, dann werden Sie den Sascha wohl mitnehmen. Es geht um eine Aussagefront.
ich werde auf jeden Fall Strafanzeige erstatten. Der arme Junge, ich will gleich hinterher müssen und wieder rauspauken aus der Sache. Oh, es vibriert. Wer ruft denn da an? Ah, der Auftraggeber. Hallo? Ja, hier ist wieder Amara. Was ist los bei euch? Habt ihr gepennt oder was? Nein. Es ist schon wieder Holz geklaut. Es ist schon wieder Holz geklaut worden. Ja. Ist ja unglaublich. Am Holzstapel fehlt auch wieder Holz. Am Holzstapel fehlt auch wieder Holz. Okay. Ja, wir sind hier bei den Waldmenschen gewesen. Die haben eine Aktion gestartet. Die haben gestern Pilze gesammelt, um sich zu stärken für die Aktion heute. Die haben sich an die Bäume gekettet, genau in dem Bereich, wo die Ausfahrt gebaut werden soll. Gut, die können es nicht gewesen sein, denn da war der Kollege die ganze Zeit. Waren alle da? Kannst du mir sagen, dass alle da waren oder war da jetzt jemand? Nee, die waren alle da. Alle vor Ort. Nachdem Sascha Nowesky einige Stunden auf der Polizeiwache verbringen musste, sind die Ermittler gegen Abend zurück auf dem Weg zu ihrem Auftraggeber. Bisher können sie Peter Ammerer noch keine eindeutigen Beweise liefern. Aber wir haben die Kamera ausgewertet. So, und wie wir sehen, sehen wir zwar, dass wir jemanden sehen, der genauso gekleidet ist wie die, aber aus der Gruppe war es keiner. Nee. Das heißt, da bedient sich einer, deren Identität quasi gibt vor. Nummernschild kann man auch nicht erkennen. Nee. So. Jetzt bleibt uns nur eins übrig. Jetzt müssen wir einfach genau in der Nähe bleiben und bleiben genau da vor Ort und beobachten einfach das Umfeld der Holzstapel. Und vielleicht ergibt sich ja dann was. 3 Tage und Nächte haben die Detektive den Holzvorrat des Auftraggebers im Auge behalten. Vergeblich. Noch immer fehlt vom Holzdieb jede Spur. Ja, wir stehen jetzt hier und warten letztendlich darauf, dass wieder einer von diesen Pseudo-Waldmenschen kommt und Holz klaut. Und dass wir dann endlich denjenigen erwischen, auf frischer Tat, der hier seit Tagen zugange ist. Oh, guck mal, da kommt da ein Auto. Guck mal. Wenn das nicht unser Mann ist. Guck da auch, in so einem Waldkostüm. Guck, der nimmt Holz. Wenn ich nicht wüsste, dass du neben mir stehst, würde ich sagen, du bist es. Nein, der hat doch keine Haare auf dem Kopf. Er hat keine Haare, aber du alles siehst. Oder nur ein bisschen. Der ist aber ganz schön flink. Ja, schnelle Aktion. Da wird eben aufgeladen und weg sind wir. Aber weißt du was? Am besten wäre natürlich, wenn wir wissen, wo er das ganze Zeug abladen tut. Lassen wir ein Stück weg sein, da hängen wir uns direkt hinter. Bevor der Zugriff erfolgt, wollen Michael Falkenberg und Sascha Nowesky mehr über die Hintergründe des Diebstahls in Erfahrung bringen. Ja, wir verfolgen jetzt schon die ganze Zeit den unbekannten Holzdieb, der im Wald auf dem Pritschenwagen das ganze Holz aufgeladen hat. Mal sehen, wo er jetzt hinfährt. Wir sind gespannt und dann erst können wir natürlich zugreifen. Ach, pass mal auf, der biegt da vorne ab. Oh. In die Einfahrt. Aha. Und dann parken wir direkt hier auf der rechten Seite ab und dann gehen wir direkt mal hinterher. Das erfahrene Ermittlerduo schleicht sich vorsichtig an den Ort heran. Allem Anschein nach handelt es sich um ein Firmengelände. Weißt du was? Sieht aus wie so ein Möbelhersteller, Schreiner oder was? Ich ruf mal den Auftraggeber an. Hier rüber? Ruf den mal an, genau. Ja, hallo, Herr Ammerer. Die laden schön Nowesky, Detektiv Stahl. Pass auf, wir sind hier bei so einem Möbelhersteller ganz in der Nähe von dem Wald. Genau. KG. Okay, bis gleich. Kommen Sie bitte, ja? Bis dann. Tschüss. Ei. So, warte mal. Lass sie rein und dann gehen wir drauf zu. Komm. Ja, hallo! Jetzt, hallo! Bleib hier! Ey, wo bist du denn? Komm her, Freund! Komm hier! Sag mal, Freunde, was ist das hier? Nicht wehren! Komm her, pass auf, nicht, dass du stolperst! Leute, komm her! Ihr habt das Wald doch. Komm her! Das Holz doch im Wald geklaut! Was? Wovon redest du? Wir haben euch beobachtet! Was beobachtet? Im Wald!
Den Wald habt ihr jetzt von einem Stapel geklaut. Quatsch, haben wir vom Kollegen bekommen. Haben wir vom Kollegen bekommen. Keine Fluchtversuche, bitte. So, jetzt dreht euch mal um hier. So, pass auf, kein Theater mehr hier. Ja. Jetzt erzählt keine Geschichten. Wir haben euch gesehen, wir haben euch beobachtet. Wir haben auch alles auf Band. Wir haben eine Kamera mitlaufen gehabt. Wir sind Privatdetektive. Ja, Mann, das ist halt ein kleines Unternehmen. Wir müssen halt gucken, wo wir bleiben. Wir haben also auch unsere Probleme. Das kostet alles Geld. Norwegen ist halt nicht irgendwie um die Ecke oder so. Und dann haben wir halt in der Zeitung gelesen, dass so komische Waldfuzzis da irgendwie die ganze Zeit da leben. Ja, dann haben wir halt gedacht, dann steckt man auch in so ein Kostüm rein. Dann müssen wir halt. Ja, aber was habt ihr euch dabei gedacht? Weißt du, was so ein Unternehmen kostet? Was gar nichts dabei gedacht. Wegen euch musste ich dabei im nasskalten Wetter irgendwelche Tipis bauen, auf kaltem Boden schlafen und Pilze fressen, die von Kirschen bepisst worden sind. Die waren eh total unbeliebt. Die will da eh keiner an im Wald, weil sie eine Autobahn wollen. Dann kommt es auf die zwei, drei Zahnstocher ja auch nicht an, oder? Die Möbelhersteller geben den Diebstahl zu. Doch von Einsicht keine Spur. Sascha Noweski verständigt unterdessen die Kollegen von der Polizei. Hallo. Was ist denn hier los? Servus. Ja, es geht hier um die beiden Herren hier. Der eine ist der Besitzer hier der Schreinerei. Ja. Die haben halt vom Wald hier, das ist unser Auftraggeber, haben sie Holz schon seit mehreren Tagen gestohlen. Bla, bla. Die beiden. Ja. Genau. Ja, genau. Der Herr hier verkleidet wie die Aktivisten im Wald, um denen das dann unterzuschieben, unterzujubeln. Und der Herr kommt irgendwie hier mit seiner Schreinerei nicht klar und meint, er müsste sich dann da im Wald bedienen. Einerseits schlägt er das Holz, zum anderen das, was da schon abgelagert liegt, nimmt er einfach mit. Drinnen haben wir auch schon hier, da sind Stämme reingetragen worden. Das lag da. Ja, das lag da, alles klar, Jungs. Wir haben euch gesehen, wir haben es beobachtet, wir haben auch Videoaufzeichnungen, die wir im Wald gemacht. Das lässt sich dann irgendwann alles klären. Aber vielleicht nehmen Sie Herrn erstmal mit, Personalien aufnehmen und Naja, letztendlich haben wir ihn erwischt, weil sie einfach zu dumm waren und immer wieder klauen wollten. Ja, beide waren außerdem nicht einsichtig. Die haben gedacht, das ist nur so eine Bagatelle. Das ist aber Diebstahl und von daher werden sie jetzt auch eine Strafanzeige bekommen. Die Möbelhersteller wurden wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu Geldstrafen von jeweils 2.600 Euro verurteilt. Förster Peter Ammerer ist froh, dass endlich wieder Ruhe in seinem Wald eingekehrt ist. Papa.